So Leute, welcome back. Wir sind noch vor der Mutkurve auf der Nordschleife. Noch 14:30 zu fahren. Es regnet, wir haben angehende Nacht. GT3, Nordschleife. Ist super. Was da unten an meinem Bildschirm für ein Gewichse? Ich stehe immer so hin und her. Was ist das? Oh, hier ist es auch. Hier ist schon sehr rutschig. Was war das denn gerade? Okay, P18 für uns. Oh, hier kommen wir selber raus. Aber nach dem Regenpatch wird die KI jetzt Weltklasse. Mann. Boah. Driver ahead got a 3-second lead now. Keep the pressure on, stay consistent, focus on the lap time, keep pushing. Schon, die müssen wir doch noch holen. Oh oh, Unfall. Oh nein, Abhängungsschaden. Da ist es. Das können wir momentan nicht, überhaupt nicht gebrauchen. Wir sind schon auf der Geraden mega viel langsamer als die KI. Das können wir echt nicht gebrauchen. Kommen wir rein am M6? Oder nee? Two lengths behind. Half length behind. Oh, kurzer Lag im Spiel. Komm schon, den BMW kriegen wir. Nix kann er. Car on your left. You're good, all clear. One length behind. Jawohl. Eins, na, es ist Überholmanöver. Es will nicht mehr fahren. Ten minutes remaining. Okay, also sind wir gerade auf der vorletzten Runde. Interessant. Sprit reicht noch vollkommen aus.
Also die Spritanzeige mit dem hier so viel Liter pro Runde, die ist komplett Bullshit. Hat uns das Spiel wieder schön verarscht. Toll. Was? Sieht ihr unten auch? Unten rechts im Bildschirm, auf dem Bildschirmrand, dieses weiße Strich, was immer so hin und her robbt? Oh. Ah, es war jetzt sehr optimistisch rübergefahren. Das war sehr schön gefahren. Einer der smoothigsten Abschnitte. Wenn man sich immer von Kurve zu Kurve hangelt und sich in jede Kurve so reinfallen lässt. Macht echt Spaß, diesen Abschnitt zu fahren. Komm schon, wir müssen wieder in diesen Pulk reinkommen. Aber wir kommen ran. Wir kommen ran. Wir müssen spätestens am Geigenkopf hinter denen sein, weil sonst ziehen die wieder weg. Ups. Langsam juckelt ihr denn rum? Oh Mann. Uiuiui. Alter, okay. Holy shit. You got one, two legs back. Das vom Niki Knick will ich noch an ihm vorbei sein. Nice. Jawohl. Ha, wie spiegelglatt das aussieht, ey. Wahnsinn. Stell an damit. Eine KI anscheinend vielleicht doch nicht so gut im Regen. Too wide, left side. Nice, you're clear.
Alter, ich muss hier gerade so oft gegenlenken. Wahnsinn. Schade, dass man das Lenkrad gerade nicht sieht. Immer so links zuckeln, rechts zuckeln, wieder nach links hinterher zuckeln. Wahnsinn. Alter, ich muss mich mega konzentrieren, dass ich hier nicht abfliege. Too wide, right side. Okay, clear, you're good. Bonson, der Teammate. Hat gelbe Lichter, also ist auch ein LMS Endurance. Ah, kommen wir noch? 3 minutes remaining. Ist das vielleicht schon die letzte Runde? Ah, ich weiß es nicht. Wir sind halt sehr langsam unterwegs, wa? Alter, ich bin froh, wenn ich das Rennen zu Ende gefahren habe. Das ist ganz schön anstrengend, Leute. Das ist ganz schön anstrengend. Aber es macht aber auch halt mega Laune, wa? Kann man echt nichts anderes zu sagen. Gib mir den Windschatten, mein Junge, gib mir den Windschatten. Okay, wir schaffen noch eine. Weil eigentlich so, also ab Audi Tafel. Ist es noch grob geschätzt, so 40 Sekunden, dann ist man über die Stadt und Ziel. Komm, jetzt am Nismo, oder ist es ein Nismo? Auf jeden Fall am Nissan Windschatten schnüffeln. Vor der Bildschirmbrücke nebeneinander setzen. Okay, you're clear. Hey, der hat hier nur ein Licht, was ist denn da los? Okay, es wird noch eine rutschige Runde geben, Leute. You've got one on your right. All good, you're clear now. Oh, Leute, ein Comeback, ist real. Ja, Profi-Anbremsmanöver. 1 minute remaining. Manche fahren nicht nur quer, manche bremsen auch quer. Wahnsinn. Okay, die KI. Ich nehme zurück, was ich gesagt habe über die KI. Die KI ist im starken Regen, also auf einer wöchentlichen Strecke, immer noch langsamer als normal. Aber so auf einer leicht nassen Strecke, da ist sie gut, die KI. Aber wenn es wirklich nass ist, dann ist es heieiei. Schumacher ist durch. Gas, Gas, Gas. Wir wollen den erst noch kriegen. Tank. Da haben wir noch 50 Liter dabei. Mit wie viel sind wir nochmal gestartet? Ich hätte mir das doch merken sollen. Thank you.
Boah, Leute, das können unsere ersten Punkte sein. Das wäre natürlich wichtig. Und dann noch auf der Nordschleife ist schon geil. Oh, oh. Ja, 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 ich will doch die Punkte behalten, liebes Spiel. Bitte nicht wegwerfen. Wir haben ja... Toll, es ist der Placebo-Effekt da. Die Leute, wir haben keinen Spoiler mehr. Wir haben einfach keinen Spoiler mehr. Okay. Leute, es gibt keinen Placebo-Effekt. Ich werde jetzt konstant weiterfahren. Was ist dieser Placebo-Effekt? Ist das mein Nachbar oder was? Kenne ich nicht. So, guck mal, 12 Sekunden müssen wir, oh Gott, 12 Sekunden müssen wir gut machen. Oh Gott, jetzt auf die Straße gucken, Gott dang it. Kommen die Bobos wieder von hinten. One leg back. Oh, hier ist die KI wieder mega gut, oder was? Okay, oder waren wir gerade mega kacke? Oder hatten wir einfach nur Glück? Ich weiß. Boah, hier schiebt er ja richtig über die Vorderachse. Oh Gott, okay, die andere Anzeige hat mir Unglück gebracht. Ich wechsle wieder auf die alte. Oh nein. Nein, 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 nein. Okay, komm, hier. Oh Gott, aus damit. Okay, wir sehen schon Scheinwerfer, bevor wir die Scheinwerfer sehen, also die Scheinwerfer Spiegelung auf der Strecke. Boah, was ist das denn? Der Abschnitt ist ja tödlich nass, ey. Komm, komm schon, wir müssen drankommen. Zweiter Platz ist noch vor uns. Kriegen wir. Muss mal orange das Licht hier unten. Ah, zu schnell. Nicht Auto wegwerfen, bitte nicht. Oh, da war eine Pfütze, die hat man gehört.
Hat sehr gut gehört. Scheiße, hinter uns kommt auch schon wieder ran. Der vor uns ist wieder weg. Ich verstehe nicht, manchmal ist die KI jetzt mega langsam, aber jetzt ist sie wieder gut schnell. Das ralle ich nicht. Boah, fuck. Ich hab grad voreingelenkt, ist nichts passiert. Ja Mensch, ich glaube, wir werden Dritter, vielleicht noch Vierter. Ich weiß ja nicht, wie schnell der Hintermann jetzt rankommt an der, auf der Döttinger Höhe. Und wie gut wir es hier wieder verbocken im kleinen Karussell. Zwanzig Schaden vorne, 16 hinten. Sorry, Mate. Du kommst leider nicht mehr vorbei. Ich habe leider Bock auf den dritten Platz und somit Bock auf eine Champagnerdusche. In der Nacht, im Regen. Was will man mehr? Oh nein. Hat er nicht getan. Hat. Ach Gott. Okay. Aber Leute, das war Karma. Das war sowas von Karma. Hab ihn ausgebremst. Das ist die Quittung. Alter. Alter. Ich lenke jetzt mal gar nicht. Achtung. Gegenlenken. Und. Es lenkt automatisch. So, ich würde mal sagen. Alter Vater. Ich bin kaputt. Wo Auslaufrunde überspringen. Wir sind Vierter geworden. Zu Recht. Zu Recht, muss man sagen. Unser Teamkollege ist Fünfter. Es gibt wieder schöne Konstrukteurspunkte. Gut, hier die zwei BMWs auch. Auch gut gesammelt. So, hatten wir nicht am Anfang noch eine Szene, die wir mal begutachten wollten? Haben wir nicht da irgendeinen Typen weggeschossen? Ach, da wurden wir angestupst. Da haben wir, natürlich haben wir keinen weggehauen. So, Anbremsphase. Pong. Oh, hinten rechts erwischt. Wer war das? Welcher Ficker war das hier? Der Nissan. Ja Mensch, da machst du nichts gegen. Absolut nichts machst du dagegen. So, dann drücken wir mal schnell weiter. Oh, warte mal. Und schnell weiter. So, das zählt ja alles nicht. Das ist alles Humbug. So, wir sind momentan auf Gesamtrang 6. So, 12 Punkte. Der erste hat 30. Okay. Aber gut, ist der erste Rennen 2 von 6. Das heißt, wir können ja noch locker Erste werden. Locker. Und weiter geht's. Komm, weiter geht's. Wir wissen, was für eine Strecke uns morgen erwarten wird. In Project Cars 2.
Karriere. Hoch, Leute, macht es nicht so spannend mit dem Ladebalken. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram @ProjectCarsGame. Nein. So, Dubai Autodrom Internationale. Ja Mensch, die Strecke bin ich noch nie gefahren. Und die gab es in Project Cars 1. In Project Cars 1 habe ich gesuchtet. Warum bin ich die noch nie gefahren? Das wird auf jeden Fall spannend, Leute. Wenn ihr sehen wollt, wie ich mich auf dieser Strecke, die ich noch nie gefahren bin, schlagen werde. Schaltet morgen wieder ein. Es wird lustig. Wahrscheinlich. Auch nicht. Von daher, Leute, ich bin raus. Haut rein. Bye, bye.